Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Symphonia 2. Und wie in diesem Part machen wir weiter mit der Story. Im letzten Part habe ich auch immer noch gemerkt, dass das Mikrofon mir ein bisschen zu leise ist. Liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass das Spiel irgendwie ein bisschen laut ist. Wäre eigentlich ganz praktisch, wenn ich Voreinstellungen vornehmen könnte bei der Elgato beim Aufnahmeprogramm. Aber haben sie aktuell noch nicht drin, könnte man also vorschlagen. Wir gehen auf jeden Fall zum Tempel von der Göttin Martell, wo wir wo sich Lloyds Vater befinden soll. Und wir sind natürlich ganz gespannt darauf, wer denn dafür verantwortlich ist, einen so blutrünstigen Menschen wie Lloyd heranzuziehen. Und hier sehen wir direkt vor den Treppen sehen wir ein Vieh. That is rather rude, Emil. That man was a dwarf. Ja, gell? And this guy isn't a monster, he's a dog. You think you can move for us, doggy? I don't think he's a dog. Doch, guck, ist er voll süß, voll doggy-like. Leave this to me. Ha, die können miteinander reden. Die erzählen sich gegenseitig Witze. Kann das sein? Oh, he moved. Hey Tenebrae, what was so funny? Perhaps some other time. Now then, let us proceed. Alles klar. He's still laughing. It's weirding me out. So, auf jeden Fall können wir jetzt nach oben. Oh, da pure Gänsehautfaktor, wenn ich jetzt hier wieder nach oben gehe, diese Treppen. Puh, gute Zeit war das, der Vorgänger. Also sind wir mal gespannt, wer denn hier so unterwegs ist. Ach, da ist wieder dieser Typ von vorhin. Oh, hi. Oh, you're the kids that were lost. Ja. Thanks for giving us directions. We heard we might be able to find Lloyd Irving's father here. You're talking to him. We're not linked by blood, but he's my son. Oh, ich mag Dirk. Ich mag Dirk total. Ach, ich will den Vorgänger zocken. Have you heard anything from Lloyd recently? We're looking for him. You, aren't you ashamed of what Lloyd did in Palma Costa? You're his father. I'm proud to call Lloyd my son. I've got nothing to be ashamed of. You. Oh. If Lloyd had anything to do with what happened in Palma Costa, he wouldn't have just disappeared like that. I didn't raise a man who runs from his own responsibilities. My boy may be a fool, but he's not a bad person. Also Dirk ist echt ein guter Vater, ne? Muss man dazu sagen. So have you had any contact with him? Nope, haven't heard a word. He was on a journey to gather X-Spheres, but then he just suddenly came back about 6 months ago. He said he was on his way to save a friend, and he had to travel light. So he left Noish, that animal you saw outside. Haven't seen him since. I see. If you kids happen to see Lloyd, give him a message for me, will ya? Tell him Noish is getting lonely, so come home soon. No. So ein netter Kerl, der Dirk. So ein netter Kerl. What were you and Noish talking? Ja, gell, will ich wissen. Oh, just a humorous anecdote. Last week, when Noish was drinking down by the riverbed, the most unbelievable thing came drifting down the river. Okay. What was it? That's just it. You wouldn't believe me if I told you. Okay. I can't. Oh, it almost hurts. What is it? Ich will wissen, was es ist. Well, you see, it was a... Oh, no. It was... Aber, ey, spann uns nicht so eine Folter. Mann, ich will's wissen. Na gut. Auf jeden Fall, wir schauen jetzt hier mal ein bisschen im Tempel um. Wenn wir schon hier sind. Oh, hier ist eine Absperrung. Kann man nicht durch. Und was ist hier rechts? Okay. Da geht's wohl weiter.
Okay. Mensch, ich hasse jetzt nicht auch, wenn RPGs oder allgemein Spiele euch irgendwelche unsichtbaren Wände vor die Nase klatschen. Hm, schade. Da hätte ich mich gerne so gerne da ein bisschen umgeschaut. Aber das muss man warten für ein andermal. Emil, what's wrong? He's not related to Lloyd by blood, and yet he really seems like he's Lloyd's father. Ja. Doug ist der Beste. On the other hand, my uncle was always so ashamed of everything I did. Emil. Wer bist denn du? Excuse me, do you have a moment? Ja, klar. Paul, one of the village children has gone missing. Have you seen a boy about 8 years old around here? Oh, we met him by the town entrance. He said something about going to a haunted ranch. So he went to the human ranch. Thank you. Originalsynchronisierung. Ja. Gleiche Synchronsprecherin für die. The haunted ranch he was talking about was a Desaian's human ranch. I hope he's all right. There aren't any Desaians there anymore. I'm sure he'll be fine. Besides, he's an apprentice of the mighty Lloyd, remember? Mensch, Emil, hör auf, ab und zu mal so ein Arsch zu sein, echt. I understand your grudge against Lloyd, but Paul has nothing to do with that. Ah, richtig. Hör auf, Martha, sie ist die Stimme der Vernunft. The Emil I like wouldn't think like that. My Emil is better than that. Richtig. Halte was? Whatever. Oh. I don't even remember you. Oh. Jetzt überschreitet er da was. Stop trying to make me into something I'm not. I don't need you telling me who I'm supposed to be. I'm sorry. Oh. Emil dropped the bomb. Diese beiden sind so süß. I wonder if that was too harsh. Emil must be angry. Oh, die Armen. Marta refuses to see the real me. I haven't been paying attention to who Emil really is. Of course he'd be upset. Die beiden sind so süß. Ja, ich denke, wir machen uns jetzt ebenfalls auf den Weg zur Menschenform der Desaians. Frage ist halt nur, wo ist sie? Hm, wir können noch nicht dorthin, wie es aussieht. Dann gehen wir erstmal nach Isalia und hören uns dort ein bisschen um. Wir brauchen noch ein paar Koordinaten, wie man dorthin kommt. Oh, das ist die Mutter wahrscheinlich. Lilia, it's going to be all right. Professor Sage will find Paul. He'll be fine. Ah, das war's, Professorin Sage. Okay. But Professor Sage is a half-elf. I don't know if this is such a good idea. Stop that nonsense. Professor Sage, save the Chosen. She's a good half-elf. She's nothing like the Desaians. She'll save Paul. Ach, die Frau, mit der wir gerade gesprochen haben, war eine Elfin. Okay. Hey, Emil, do you think Rain is that woman we saw earlier? Yeah, maybe. She's a half-elf. I wonder if that's why no one went with her to search for Paul. Huh? I mean, people are prejudiced against half-elves. I even used to be afraid of them. Half-elf. Prejudice. I'm going to the human ranch. Also Vorurteile ist auch ein riesiges Thema im im ersten Spiel, also in Tales of Symphonia 1. Gerade das Thema der Vorurteile anderer gegenüber, besonders Halbelfen, wie auch hier angesprochen, und Elfen natürlich auch, und Zwergen. Also im Prinzip das ganze große Thema. Und Spoiler an der Stelle, Entschuldigung, ich möchte es aber gerne erwähnen, Lloyd war einer der Menschen, die aber keine Vorurteile gegenüber nichts hatten und eigentlich der Meinung waren, dass alle Völker sich gegenseitig verstehen sollten. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie überrascht ich war zu sehen, dass Lloyd der Bösewicht hier ist in der Fortsetzung. Entsprechend...
euch zu sehen, was noch so passiert. Und ja, wir merken allmählich, die Puzzleteile kommen zusammen. Even if the designs are long gone, there are probably monsters. I can't let her go alone. Richtig. There's no guarantee you'll meet up with her. I'll go with you. But Paul is Lloyd's apprentice. It's okay. You don't have to keep worrying so much about my feelings. Sorry. Come on, let's head for that ranch. Hat Emil Martha schon ein bisschen vergeben? Vermutlich. Ah. What sort of places were these human ranches? It's where they used to make X-Spheres. Devices that raised a person's abilities to... Ja, das ist auch so ein Thema, X-Spheres. They were like factories? From what I heard, they were more like labs. Ja. Human eher Labore, ja. The X-Spheres were apparently stones, activated by human suffering. So they implanted X-Spheres in people, then tortured them in all sorts of ways. The hearts of men are more terrifying than any monster. Ja. Huh? Oh, just the ramblings of a spiteful centurion. Ja, das ist leider auch so ein Thema. Da spricht Tenebrae was an, nämlich ist es bei uns in der heutigen Gesellschaft auch nicht anders. Ist genau das Problem, was wir hier haben. Nämlich, dass Menschen einfach immer die Schuldigen sind. Und die Tiere eigentlich nie was dafür können. Die Tiere leben nach ihrem Rhythmus. Die leben so wie Gott und die Welt sie geschaffen hat, wie sie sich entwickelt haben und führen einen Kreislauf des Lebens und wir unterbrechen den Kreislauf. Sollten wir nicht vergessen. Großes Thema. So, dann machen wir uns auf jeden Fall mal zu einer Menschenfarm auf und sehen uns direkt mal um. Huch. Wir kommen direkt einem Viech entgegen. Aussieht. Ah, dieses Battle-Theme, so gut. Ah, ich will den Vorgänger zocken. Krieg so richtig Lust gerade, wenn ich schon das Battle-Theme höre. Yeah, Level 20. Doppelt gut. Schauen wir uns mal später an, die Fähigkeit. Let's go. Are you still mad? About what? I mean, whenever you get mad, you seem to get possessed by Ratatosk. And you're that way, right now. Now that you mention it, I suppose I am. What can I do to make you forgive me? Why worry about this wimp's feelings? Wimp? Are you talking about me? I'm talking about the normal me. He's a weak coward who takes his own insecurities out on you. He's worse than a dog. Don't talk about yourself like that. And sure, you might get scared sometimes, but you're one of the nicest people I've ever met. Marta. Was jetzt ganz klar wird in dieser Szene, wollte ich mal ganz kurz sagen. Man merkt auf jeden Fall, wie in Emil zwei Persönlichkeiten herrschen. Und das hat alles Story-Hintergrund, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass er schizophren ist oder irgendwie sowas. Sondern das hat alles Story-Hintergrund. Dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Aber irgendwie haben sich die beiden vertragen. Zumindest für den Moment. Oh, hier ist aber ganz schön staubig und wolkig und... It's really foggy. Nebel. We can easily get lost in this before we even find Paul. Hey Paul, if you're out here, say something. Kein Geräusch, keine Antwort. I have a bad feeling about this. Ja. Courage is the magic that turns dreams into reality, right? Courage is the magic that turns dreams into reality. Richter's Hammer. Their words, a human with a few screws loose, said long ago. I'm sure I'll see Richter again if we keep searching for the Centurion's course. He'll laugh at me if I'm still a coward. It's a little spooky, but let's keep moving forward. Hmm.
Man sieht aber so gut wie gar nichts hier. Auf jeden Fall bekommen wir es jetzt endlich mal mit etwas Wichtigem hier zu tun bei Tales of Symphonia 2. Ich will Menschenfarmen. Menschenfarmen waren ein riesiges Thema im ersten Teil. Sind jetzt nicht mehr so das Thema, weil die Designs jetzt verschwunden sind, aber trotzdem ein großes Thema, weil es immer noch Leute gibt und auch Monster gibt bei diesen Gegenden. This fog is really thick. Yeah, and something doesn't feel right. Was ist denn das da vorne? There's something here. Really? Is it Paul? It's just a tree. Ein Baum. Sorry. I could have sworn I heard something moving. Okay. A little jumpy, are we? Well, it's scary. Actually, so is fighting. Look out, you two! Das ist ein bewegender Baum. A monster! Hey, yup. Wirbelkraut, zwei Stück. Machen wir mal gleich mal platt. Ah, wir haben übrigens ja eine neue Fähigkeit bekommen. Die vergesse ich am besten nicht gleich komplett. Am besten mache ich das gerade erstmal weg. Phoenixsturm habe ich ja auch noch. Gottes Willen, da muss ich ja auch alles hier mal ausprobieren. Phoenixsturm werde ich auch mal ganz kurz. Ah, das war die Fähigkeit, die ich unbedingt haben wollte wieder. Auf jeden Fall Phoenixsturm ist eine richtig gute Fähigkeit, eine richtig gute Technik, die wir noch weiter verstärken können mit Ventus' Centurion Core. Ah, jetzt hat sich der Nebel aufgelöst. I wonder if Paul went this way too. Hirsuta is fairly mobile, so it is possible Paul went inside before it blocked this entrance. Hm, okay. Emil, I'm so impressed. You sensed a monster that even Tenebrae didn't know was there. That was my mistake. It is quite embarrassing. But what you said is correct, Lady Marta. It seems that Emil's awakening is coming right along. Awakening? Awake to what? Awakening as a Knight of Ratatosk to protect Lady Marta. Oh, das ist ja toll. Tenebrae, enough of this Emil protecting me stuff, okay? Hmm. But being a Knight of Ratatosk means... He has to protect Ratatosk's core on my forehead. We'll do it together, right, Emil? Yeah. It makes me kind of sad when she says that. Why? Habe ich auch gerade gedacht, ne? Ist nicht mehr so schön wie der Gedanke, dass er sie beschützt, sondern jetzt beschützt er nur noch die Stirn, wo Ratatosks Kern ist. Emil, is something wrong? You're looking rather sad. No, I'm fine. It's just, is Marta really okay with the way things are? I see. You miss hearing, I love you, Emil. That's not it at all. I just didn't know girls could change their minds so quickly. In other words, you want her to be more cuddly. Aww. Just forget it. You really are a spiteful old nag, you know that? Spiteful old nag? Tja, da hast du das Tenebrae, das bist du jetzt. Ah, Monster. Aber ich will einen Schatz. Treasure. Let's do this. Nur noch meine Lieblings-Battle-Themes in den ganzen Tales of Spielen. Full Force. Easy, GG. So, auf jeden Fall den Schatz holen wir uns jetzt hier noch. Und der da drüben. 3000 Gold, das ist nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Mischgummi, okay. Dann gehen wir hier gleich wieder runter. Hoppala. Und gleich nochmal. So. Und dann schauen wir uns mal hier drin um, ne? Eine Harp hier. Die will ich gerne rekrutieren, wenn es möglich wäre. So, und Erste Hilfe einfach mal irgendwo benutzen. Crystal
Sehr gut. So, ich hoffe, die kann ich jetzt fangen. Ah, es wird knapp. Wir versuchen es mal. Yay! Beigetreten. Wuhu! So, ich hätte auch direkt mal den Geist hier weggetan, weil aus der HP hier später ein Viech werden kann, das besonders gut ist in Sachen Magie. Und ich brauche Magier in der Gruppe, weil Martha kann nicht alleine alles stemmen. Als Magierin, als Heilerin. 10 Monster haben wir schon. Gotta catch them all, right? We won't lose. So, aber ich muss also auch nicht jedes Viech fangen, dass ich das mir direkt in die Quere kommt. Aber so immer mal wieder ein Viech fangen oder zwei, mache ich doch schon gerne. Ist nicht wie bei Pokémon, wo ich zwanghaft wirklich jedes Viech fange. Ah, was ist das? Eine Schlüsselkarte, okay. Die werden wir wohl brauchen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. Da ist eigentlich eine Leiter. Dann befinden wir uns jetzt wohl in der Menschenfarm, ne? So this is the human ranch. Don't worry, all the designs are gone now. Yeah. I guess I'll have to be the big manly knight that's protecting you. Hey, I can be manly. Sorry. But just because you're a man doesn't mean that a girl can't protect you. Well, I guess not, but... Excuse me, you two, but what are we doing here again? Keine Ahnung, schon vergessen. Looking for Paul. Ah! Thank you. Sehr geil. Ted Bray, mal wieder der Situationsretter. There doesn't seem to be any sign of young Paul. This place is way too dangerous for a child. We've got to find him fast. Yeah, I hope he's all right. Well, let's hurry up and start looking. Genau, das machen wir. Das werden wir allerdings auch erst im nächsten Part machen vom Tales of Symphonia 2 Let's Play. Ich will auf jeden Fall erstmal einen Cut machen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Vielleicht finden wir dann direkt Paul und vielleicht treffen wir dabei auf Professorin Sage. Und erfahren dann vielleicht sogar ein bisschen was von Lloyd, weil die scheint etwas zu wissen, wo Lloyd sich befindet oder weiß zumindest etwas von ihm. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Part. Macht's gut und ciao, ciao!